Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Wir spielen ja die Version 2.02 Beta Revision 865. Das vergesse ich nämlich wahrscheinlich sowieso in den Videobeschreibungen reinzupacken. Ja. Mit dabei ist wieder der Kill Bill. Hallo. Und mit dabei ist die Mary. Hallo. Grüßt euch. Kill Bill, legt den Samen weg. Wir werden sehen. Wir wollen deinen Samen nicht. Verdammt. Er hat's einfach so gemacht. Ein Honig. Honig. Cool. Nice. Übernachtung. Nee, sie haben keinen Samen. Ja. Wir müssen unbedingt speichern gehen. Auf jeden Fall. Ja. Definitiv. Stell dir mal vor, es stürzt jetzt ab. Mitten beim Speichern? Oh ja. Vesuvius Tag. Ja. So, nee, so in etwa jetzt Absturz. Das wäre sehr fies. Game Save. Haben es geschafft. Im letzten Part haben wir den coolen Endgegner besiegt. Dann haben wir Bill und Bob und wie die heißen, diesen besiegt. Bill und Ben, glaube ich. Und Mini-Küken! Ich bin ein Küken! Das zwitschert, das zwitschert! Warte mal, wir können doch jetzt die Katze gucken, oder? War das nicht hier? Ja, ich glaube schon. Nein, nein, das war nicht hier. Ich dachte, dass es hier wäre, aber hier ist er nicht. Wir sind nur überall Kaufläden, siehst du? Nein, hier war es mit der Katze. Nein. Ich hab mich in das Küken verwandelt. Wo soll denn das sein? Das war dort, wo die Stadt ist mit dem Schwarzmarkt. Ja, hier ist kein Schwarzmarkt. Wie, hier ist kein Schwarzmarkt? Nein, das ist nicht die mit dem Schwarzmarkt. Hier sind bloß normale Einkaufsläden. Okay, dann lass quatschen. Ich hoffe, die kommen nicht so bald zurück. Oh, die sprechen jetzt andere Texte. Ich hoffe, die kommen nicht so bald zurück. Oh, verdammt, ich hab den kleinen Jungen wieder da reingeschubst. Ich hoffe, die kommen nicht. Das Küken verfolgt uns, oh mein Gott. Das Killer-Küken. Was? Jetzt haben wir es jetzt. Juhu! Yeah! Let's get to the weapons! So, wir haben euch hier befreit, schenk uns neue Waffen, Jo. Check, willkommen! Check. Let's kauf! Oh! Ein Haifischzahn! Echt? Mhm. Was ist das hier? Partisan? Okay, das kommt hin. Ein Partisan? Ein Haifischzahn, das ist schon eine coole Sache irgendwie, ne? Und ein Kettenhandschuh. Ein Kettenhandschuh? Was sind Ketten? Achso, mit Ketten rumgewickelt, geil! Das wolltest du doch schon immer haben. Ja klar, dafür träume ich jede Nacht. Einen auf Ghost Rider machen. So, Inventory Equip muss ich. Let's equip. Scheibendolch. Klingt irgendwie wie Scheibenhonig. So. Hast du den Verstand mit den Kettenhandschuhen? Was? Nö. Einen auf Ghost Rider machen. Nö. Keine Ahnung. Ghost Rider kennst du nicht? Den Film? Doch, aber nicht wirklich gut. Da schwingt er immer mit seiner Kette dann nur. Ach so. Nee, ich kenne nur. Da gab's doch mal auf der PlayStation 1 so ein Biker-Game. Ja. Road Rage. Ja, genau, Road Rage. Ja, und? Das war cool. So. Ja, das habe ich auch so von Gaussen gespielt, aber N64 und PlayStation sogar. Ah. Das hatte ich sogar auf beiden gespielt, bis auf Gaussen. Willkommen. Was möchtet ihr als nächstes kaufen? Eine Kettenweste. Eine leichtes Leder. Weich. Weiches Leder. Weiche Leder. Okay, es ist mit Perleder gewaschen. Ah, mit Perleder, ja. Kettenpanzer ist okay, auf jeden Fall. Ups, wen habe ich vergessen? Aber Kettenweste. Ist bestimmt für Killy. Was, Kettenweste? Was hat man jetzt noch? Das dritte habe ich Kettenpanzer. Kettenpanzer, Kettenweste. Und weiches Leder, juhu! Ja, weiches Leder, das würde so juhu klingt übersetzen. Sehr gut, das ist guter Schutz. Ja, weiches Kettenleder wäre doch cool. Also da könnten wir noch mal gucken, was das dann wirklich heißt, ja. Die Kriegerkutte, Kettenweste. Naja, weiches Leder ist immer so. Für wen war das überhaupt, das weiche Leder? Für mich, ja. Dich, ja. Okay. So, jetzt müssen wir noch eine neue Hüte kaufen, ne? Wo ist denn der nächste Hutfachwarenladen? Hier bin ich im Internet surfen. Ach so, naja, okay. Ach, Schokolade ja, können wir auch mal uns ein bisschen jetzt die kaufen. Warte mal, das ist dieses. Ich gucke mal dieses weiche Leder an. Schreib es dir auf und guck's bitte nachher, okay? Ja, sonst schmiert das Ding ja wieder ab. Sicher, dass das für dich war, das weiche Leder? Ja. Juhu, jetzt geh endlich wieder in den Scheiß-Emulator rein, verdammt. Bin ich doch. Ja. Ich kriege die Mega-Panik. Ja, ist ja gut.
Ich gehe jetzt nochmal speichern. Ja, absolut. Sicher, sicher. Okay, also im Englischen heißt es Soft Leather. Soft Leather. Soft Leather, genau. Flauschiges Leder. Also, ich habe noch kein flauschiges Leder tatsächlich gesehen, höchstens Kunstleder. Scheiße, ich wollte nicht schlafen. Nein, jetzt ist es zu spät. Es ist alles deine Schuld. So einkaufen und schlafen gehen. Ich schwör's dir. Push the button. My finger is on the knob. Is on the knob. Fischerstadt, Palo. Marco Palo. Wir müssen nach vorne. Jetzt mit dem Pfiff nach vorne. Okay. Ah, es rennt hinter mir her. Hilfe! Zombie-Küken! Zombie-Küken! Nein! Verflucht! Geh weg, du kleines Kind! Aber wir können mit den Leuten hier noch ein bisschen sprechen. Seit die Navarre-Soldaten abgezogen sind, liegen noch wieder mehr Schiffe im Hafen an. Ob dieses nach Bützen fährt? Nein, das soll nach Forsena. Kleines Kind? Jetzt wieder besser! Schön. Sind es hier noch andere Leute? Ja, praktisch heißt es auch Softleder. Kirby, jetzt lass es bitte. Ja, ich hab doch bloß mal gecheckt, ob das auch so alles okay ist. Juhu! Ich Juhu! Alles okay. Alles okay. Hier hinten ist noch was, wo man reingucken könnte. Vielleicht sind wir hier andere Leute. So. Softleder, das ist doch voll Schwuchtel, ey. Es ist besonders weich und spiegt sich an meinen Körper. Das ist mir voll gewaschen, ey. Ja, hier ist irgendwie doch nichts. Hier war bloß einmal was, ne? Wann? Na, da war doch diese Freundin von Mary. Ach, hier, diese, ja. Wie ist die Israel? Nee, keine Ahnung. Die Räuber haben einige gute Waffen und Rüstungen zurückgelassen. Ah. Ergeben. Die Läden verkaufen jetzt manche davon. Praktisch das. Du, so haben wir schon umgehängt. Juhu. Kibbel. Ich werde sie töten! Ich werde ihn auch töten! Ich werde ihn zuerst töten! Gut, wir sehen uns gleich wieder, Leute! So, heute sind wir wieder zurück. Wir haben wieder eine Verbindung aufgenommen und jetzt werden wir mit dem komischen Schiff fahren. Achso. Ja, am Wegschwimmen vom Schiff. Mal gucken. So, und genau hier stand dann so ein komischer Navarre-Soldat oder so ein Fiesling, hat er gesagt: Ja, das ist jetzt hier unser Schiff, Alter, kommst du nicht rein. Der Club ist voll. Diese Fahrt ist kostenlos, kommt an Bord. Der sagt nicht mal, wo es hingeht. Wir fahren jetzt irgendwo hin, ist doch völlig egal, kommt mit. Aber es ist kostenlos. Da fahren wir halt mit, aber es kostenlos ist, na klar. Es geht in die Hölle, es ist umsonst. Macht doch nichts, kann man doch mal mitmachen. Jetzt fahren wir Richtung Austin. Aber es ist schon interessant, also das nicht erwähnt, ne? Ja. Also irgendwie, naja, auch so ein bisschen komisch. Guck mal, ich sehe auf der Karte unser Ziel. Da ist ja noch ein rothaariger Punkt. Was mir noch auffällt, ist, dass das Boot tut nochmal leuchten. Was macht das Boot? Nochmal so blinken. Nee, das ist nur in der Nacht. Okay. Das ist die Taschenlampe vom Captain. Warum fahren wir jetzt nach unten? Trotz dem roten Boot? Ja, ich kann das sagen, weil jetzt ein Wassergegner kommt bestimmt. So. Der bestimmt. Weil, guck mal, der voll den Kreis über die Insel. Siehst du das? Das ist, weil der Wind so blöd steht, weißt du? Und dann sagt er, oh, arr, wie blöd, der Wind steht so komisch, arr. Ja, wirklich wie komisch. Komm jetzt mal nach oben, Jung. Oh, Trottel. Jetzt fährt er noch. Mach jetzt eine endlose Schifffahrt. Nee, der wartet, bis es Nacht wird. Ja, da kann er doch stehen bleiben und dann einfach Nacht machen. Oder wir nutzen so ein Nachtschattengewächs. Nee, guck, jetzt geht's. Jetzt fahren wir langsamer. Oh mein Gott, wir schwimmen in Gelee. Nee, jetzt kommt das. Ach, jetzt kommt das. Ja, okay, alles klar. Was ist denn hier los? Wir hätten schon längst im Bützer sein müssen. Hat man sich spontan für die landschaftlich schönste Route umentschieden? Ach so, alles klar. Sind die alle nur besoffen? Kann man hier für mich klicken? Kann man das nochmal umschreiben? Landwirtschaftlich? Also kriegt man ja voll den Hänger. Aber okay, weiter. Was war das? So. Aber da sagst du auch, ne? Das hätte man umschreiben können, weil Landwirtschaft ist ja voll ein Zungenbrecher. Ja, landschaftlich. Ich dachte auch, da stand irgendwas mit landwirtschaftlich. Ja, ne? Hab ich auch gedacht. Landwirtschaft. Also das geht auch nicht. Ja. Okay. Irgendwas stimmt hier definitiv nicht. Wo sind wir?
Am Popo. Wir sind am Popo. Am Popo der Welt. Am Popo der Welt. Warte mal, ich habe vergessen, meinen Timer wieder weiterlaufen zu lassen, aber ist ja egal. Ne? Warte mal, vor uns hatten wir 7. Ja. Ja. Jetzt haben wir 8 ungefähr, oder 9. Naja, ist ja auch so. Ich gehe da rein, tschüss. Ja, jetzt kommt noch. Das ist bestimmt die Zeit hier, oder? Genau, Tor 1, 2 oder 3. Lass mal rechts gehen, ich glaube. Nein, bei meinem Glück sind wir wahrscheinlich auf dem legendärsten Geisterschiff gelandet, das es überhaupt mega gibt. Wartet einen Moment. Deswegen war die Fahrt auch umsonst. Genau. Ja, die war total umsonst, weil wir da nur im Kreis gefahren sind, das stimmt. Ich spüre hier die Präsenz eines Mana-Geistes, aber sie ist sehr schwach. Du meinst, es befindet sich ein Mana-Geist auf diesem Schiff? Ich weiß es nicht. Lasst es uns herausfinden. Ich bin dafür, dass wir einfach an Deck gehen und dann runter springen. Hey, da vorne ist etwas. Seid vorsichtig. Und dann von Bord springen und einfach dann nach Bützel springen. Eine Idee. Da vorne ist etwas. Oh mein Gott. Ein Zombie. Oder ist ein Zombie. Ein Fleischfetzer. Das war WhatsApp. Ich dachte, ich habe einen Ton ausgemacht. Aber das haben wir anscheinend nicht gemacht. Ja. Gefehlt. Ich habe doch gesagt, ich bin ja beim Let's Playern. Da könnt ihr mich doch nicht nerven. Sind wir überhaupt richtig? Nö. Ich schätze mal nicht. Buch der Flüche. Buch des Blutes. Und das Buch des Todes. Ja, wir sind vorausgelaufen. Da müssen wir noch... ein Hinweis sein? Nee, wir sind vorausgelaufen, da müssen wir nachher hin. Ja. Da müssen wir dann die Bücher in richtiger Reihenfolge antippen oder so wahrscheinlich. Ja, na, irgendwie so ein Geheimgang. Wow, Gegner, Rachengel, ich werde euch töten. Ich bringe euch um und dann werde ich euch drei vierteln. Das werde ich mich auch noch Warum? Sprechen. Was war denn das? Du bist nach oben gerannt. Nee, ich habe die ganze Zeit nach rechts gedrückt und auf einmal rennt er nach oben. Ja. Du hast doch gesehen, wie ich stecken geblieben bin, ne? Ja. Genau. Oh. Willkommen. Was geht hier ab, Jung? Ein verpackter Zombie. Kaufen? Ja. Kaufen. Na dann? Kaufen dem Zombie was. Ein paar Augen. Ein Backzombie. Oh ja, da können wir kaufen. 5. Dann nehmen wir haben wir ja. Machen wir Schokis und sowas. Schoki habe ich auch schon voll gepumpt, glaube ich. Ach nee, musst du nochmal machen. Die Schoki habe ich vergessen, wo wir uns wieder gesammelt haben. Ach, das bin ich? Ja. Bin ich das? Wie viel Heilwasser haben wir? Nee, doch, guck, wir haben noch genug Schoki. Schoki, was haben wir noch so? Haben wir hier. Guck mal, Honig. Nein. Nee, Honig macht 500 oder so, das brauchen wir noch nicht. Na, weißt du nicht, wenn wir ganz. Alle HP zurück. Es kann mal sein, dass wir einen Moment kommen, wo wir einfach nur froh sind, dass wir einen Honig haben. Nimm mal lieber 3. Ey, Honig, also 3, dass wir 3 haben, so reicht. Und dann, wie viel Heilwasser haben wir? Du meinst Lebenswasser? Ja, 6 geht eigentlich, oder? Ja, lass mal. Ja, machen wir noch 3 mehr. Ist okay. Dann kann jeder. Haben wir ja 9 dann. Ja, wir haben noch genug Kohlen. Ja, wir können uns leisten. So, das war's. Was, ne? Jo. Noch was verkaufen. Bis dich. Denn der ganzen Klamotten, die brauchst du doch eh nicht mehr. Die bringen wir dann eh zur Altkleidersammlung, wenn das Spiel vorbei ist. Warte mal, hier ist eine Tür. Ja, da haben wir dann mehr angefangen. Was? Nein. Mach doch. Auf jeden Fall war es komisch, ich bin stecken geblieben, ne? Und drück nach vorne. Ah. Und auf einmal geht er voll hoch in die Tür rein. Vielleicht war das auch ein Skript. Ja, kann sein, ja. Das ist so ein Mega-Zombie-Arschloch. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet, du blöder Rachengel. Ich werde dich toten. Warte, ich hab Super Move. Lass mich. Niemals. Ich werde den Zombie vor dir retten. Ausweichen runter. Oh, ich zieh mich zurück. Sollte vielleicht mal ein Bonbon nehmen. Deswegen haben wir sie ja. Oh ja, Mary braucht auch eine Bonbon. Ein Bonbon wäre nicht schlecht. Bonbon. So. Dies ist. Warte mal, jetzt haben wir 7, jetzt dürfen wir bald voll haben, ne? Hä? Aufnahme. Ja, ich würde sagen, machen wir jetzt den Zombie-Schnitzel und dann machen wir erstmal einen Kut. Warte, den Cut machen wir ganz klein wegen später, da kommt nämlich gleich was. Ja, aber wir sind noch im Moment noch vergiftet, wie Sau. Nee, hier rechts ist ein Speicherpunkt, deswegen. Ah, okay, auf zum Speicherpunkt. Mhm.
Cool. Jetzt aus Bad Hol. Jetzt habe ich Bonbons eingesetzt. So ein Dachschirm kann man. So, Leute. Na toll. Wie wir die Gegner umbringen, sehen wir im nächsten Teil. Hä? Oder wie sie uns umbringen. Ja, das sehen wir dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutsche Übersetzung von den G-Trans. Schaut vorbei auf secretofmana2.de und schaut auch mal vorbei bei snes-projects.de. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir die Zombies schnetzeln. Genau, klick, klack. Jo. Ah, jo, also macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.